Wir beginnen mit den österreichischen Leichtathletik-Vereinsmeisterschaften. In der Leopold-Wagner-Arena in Kärnten gingen sowohl bei den Herren als auch den Damen die Titel nach Niederösterreich. Für einige Athleten waren die Wettkämpfe zugleich Vorbereitung und Qualifikation für die nächsten Großereignisse. Nach knapp 9 Stunden Wettkampf und in der allerletzten Disziplin der 4x100-Meter-Staffel holt sich Union St. Pölten mit Schlussläuferin Ivona Dadic den entscheidenden Sieg und damit die notwendigen Punkte, um die zu diesem Zeitpunkt führenden LAC Klagenfurt-Damen noch abzufangen. Für sie optimal, um Selbstvertrauen für Götzis in einer Woche zu tanken. Heute habe ich Speer gemacht. Die ersten 3 Versuche waren ganz gut. Also im ersten habe ich gleich 49 Meter geworfen. Das ist meine drittbeste Weite. Das ist für mich entscheidend gewesen, dass in den ersten 3 Versuchen passiert, weil ich in Götzis eben nur 3 habe. Und ja, es läuft ganz gut. Der 100-Meter-Lauf war ein super gutes Training und dann halt eben eine gute Zeit drauf. Jetzt wird noch mehr regeneriert und ja, dann kann Götzis kommen. Mit nur 1 Punkt Rückstand holt Titelverteidiger LAC Klagenfurt bei den Damen in diesem Jahr Rang 2. Die beiden Tagessiege für das Gastgeberteam holen Carina Pölzl über 100 Meter im Sprint und Cornelia Wohlfahrt in souveräner Manier im 3000-Meter-Bewerb. Sie kann dabei aber ihr erhofftes EM-Limit nicht erbringen. Platz 3 im Teambewerb geht an die DSG Wien, für die unter anderem Ekaterina Kuntsevich im roten Trikot nach einem tollen Fight gegen Monika Gollner vom KLC den Hochsprungbewerb mit einer Höhe von 1,83 Meter für sich entscheiden kann. Als Vorbereitung auf Götzis hat auch die erst 17 Jahre alte Kärntnerin Sarah Lacker, die mit der Zehnkampfunion Vierte wird, diese Vereinsmeisterschaften genützt. Die U18-Weltrekordhalterin im Siebenkampf gewinnt unter anderem den Weitsprungbewerb. Ich war jetzt eine Woche auf Trainingslager in St. Moritz in der Schweiz. Das Spiel ist auch noch ein bisschen in die Viers und deswegen sehe ich den Wettkampf einfach jetzt als Vorbereitung für Götzis. Und ich habe angefangen mit Weitsprung, da habe ich den Balken nicht ganz erwischt, aber ich bin 95 gesprungen, bin sehr zufrieden damit. Und danach habe ich gemacht die Hürden, das war das erste Mal die Frauenhürden, bin ich gleich mit 14,50 eingestiegen, passt auch gut. Und Speer waren jetzt 41,60, das passt auch. Bei den Herren geht die Vereinsgesamtwertung an den vielfachen Titelträger SVS Leichtathletik. Dabei sorgt Dominik Hufnagel über 400 Meter Hürden in 52,29 Sekunden für einen Tagessieg und einen wichtigen persönlichen Erfolg. Ja, also dabei mal für die U20-WM in Polen. Also da habe ich das Limit Gott sei Dank unterboten. Also kann ich schon mal die nächsten paar Wettkämpfe locker angehen, ohne irgendwie Hintergedanken zu haben. Und dann wird es theoretisch noch das Limit für die allgemeine Klasse in Amsterdam geben, für die EM. Und da liegt die Zeit eben bei 51,0 und ich versuche mich halt an die Zeit hinzuarbeiten. Platz 2 im Vereinsklassement geht mit nur 1 Punkt Rückstand an die Zehnkampfunion, bei der Philipp Kronsteiner im Dreikampf mit 15,73 Metern auch das Limit für die U20-WM erbringt. Wir hätten nicht gedacht, dass wir es heute schaffen. Es ist der kürzere Anlauf gewesen und wir haben gesagt, wir wollen noch mal schauen, wo wir stehen und jetzt gleich das WM-Limit. Es ist noch nicht ganz fassbar, aber es wird sicher in den nächsten Tagen kommen. Dominik Sidlacek im roten Trikot gewinnt für die DSG Wien die 110 Meter Hürden der Männer. Die Wiener am Ende Gesamtdritter. Zehnkämpfer Dominik Distelberger nützt die Bewerbe als Vorbereitung auf Götzis. Also der erste Bewerb war der Stabhoch heute und mit 4,80 war ich eigentlich relativ zufrieden. Technisch nicht ganz das, was ich im Training schon teilweise gezeigt habe. Bei den Höhenspringen dann, bei 5 Meter. Der zweite Bewerb waren die 110 Hürden. Da habe ich leider diese Saison noch nicht so viel Hürden trainieren können, weil doch einiges andere zum Trainieren war und auch zum Nachholen war durch meine Verletzungen im Vorjahr. Ja, bei meinem Speer bin ich eigentlich zufrieden gewesen. Das war nur 1 Meter hinter Bestleistung. Und nächste Woche möchte Distelberger dann in Götzis das Limit für die Olympischen Spiele in Rio erbringen.